Hallo ihr Lieben und willkommen bei uns beim Würfelladen und beim 100-Punkte-Challenge-Update für den Monat März 2024. Bei mir geht's relativ bunt gemischt zu. Ich habe einiges an neuen Helden, ich habe einiges an Untoten für Angmar und sonst quer durch die Bank einiges gemalt, was mir persönlich eine Heidenfreude macht. Und natürlich habt ihr auch ordentlich was rausgehauen und das darf ich euch im Zuge dieses Videos zeigen. Daher schaut ordentlich rein. Wie immer, genießt das Ganze und ich zeige euch direkt, was bei mir vom Maltisch kam. So, schauen wir uns mal an, was im Monat März von meinem Maltisch gegangen ist. Und glaubt mir, das ist gar nicht so wenig, wie man hier sehen kann. In Summe waren es 87 Modelle. Gerade, ich glaube, innerhalb der letzten zwei Tage hat sich das Ganze nochmal nach oben katapultiert. Da konnte ich nochmal 29 Goblin-Stadtkrieger bemalen. Die habe ich jetzt aber hier nicht aufgestellt. Weil die für einen Freund bemalt wurden, aber ich kann euch einmal grob erzählen, was ich alles gemacht habe. Also grundsätzlich, wie ihr sehen könnt, die Zombies für mein Angmar-Projekt habt ihr schon vielleicht in dem dazugehörigen Video gesehen. Da habe ich einige im März noch bemalt, habe damit auch mal den Grundstock abgeschlossen. Ich glaube, im März waren es 16 Stück und den Rest im Februar und jetzt wird wahrscheinlich im April auch nochmal was dazugekommen. Also Zombies sind durchwegs ein Thema. Dann, was haben wir noch so auf der Speisekarte? Zombies auf jeden Fall, wunderschöne Sache. Es ist weitergegangen mit dem Eisenberg-Projekt, das heißt, hier muss ich mal ordentlich Bases nachgestalten, denn ich habe einerseits sowohl Eisenberg-Zwerge bemalt, wie man sehen kann, 5 haben schon eine Base bekommen, hier fehlen aber noch 6 weitere, also in Summe waren es 11 Zwerge, wobei ich gerade drauf komme, dass da einer gebrochen ist, den muss ich nachher kleben, also 11 Zwerge mit Speer, zusätzlich dann noch ein Bifur. Und ein Gloin, die Champions liegen bei mir nämlich auch schon ewig auf der Warteliste, die wollte ich eigentlich mal All-Hero-mäßig spielen. Vielleicht kommt das jetzt endlich und oder im Zweifelsfall eben mit Eisenbergen. Und noch dazu ein berittener Hauptmann der Eisenberge. Auf wieder, auch ein sehr, sehr schönes Modell. Dann, was habe ich noch ausgegraben? Ich habe für ein Spiel, ein Battle Company-Spiel, was ein Probespiel sein sollte, das heißt, das wird jetzt nichts Langfristiges, wollte ich trotzdem einen Umbau machen und habe diesen Haradrim-Krieger umgebaut. Leider habe ich ihn nicht rechtzeitig fertig bemalt, weswegen er im Spiel nicht zum Einsatz gekommen ist, aber fertig machen wollte ich ihn dann trotzdem und gefallen tut er mir eigentlich so auch sehr gut. Das heißt, hier ein zusätzlicher Speerträger für Harad. Dann aus dem Hause Unreleased Miniatures habe ich hier einen Plünderer der Korsaren, ist aus dem Bausatz gebaut, den sie da haben, der liegt auch schon ewig herum, ich muss mich auch echt mal dahinter setzen, die Korsaren von Unreleased fertig zu machen und vielleicht mal ein Video darüber zu machen, aber aktuell muss ich leider sagen, reizen mich Korsaren sehr wenig, beziehungsweise auch das Zusammenbauen. Dann haben wir hier einen Warp Miniatures Nazgul, ein wunderschönes Modell aus der Schmiede von Steffs Kleinkrämerei. Ganz großartiges Modell, zu denen kommt ein Video an sich auch noch, aber da muss ich noch ein bisschen mehr bemalen, weil das ist ein ganzer Satz von denen, die da auf den Tisch kommen. Dann habe ich Düsterwald weiter, 2 Stück, nichts Großartiges, aber auch wieder 2 Krieger. Auch hier fehlen langsam Bases. Dann passend zu den Hobbits, die ich die letzte Zeit bemalt habe, habe ich dieses Gandalf, alternative Gandalf-Modell. Ist ein wunderschönes Modell, meiner Meinung nach. Das beste Gandalf, der graue Modell, was ich seit Ewigkeiten auf dem Markt gesehen habe. Und das Schöne ist, es gibt es auf Pferd, das hat mir schon sehr, sehr lange gefehlt. Den möchte ich persönlich nach Seestadt setzen, weil dort habe ich noch kein Modell. Und irgendwann brauche ich mir noch einen um, damit ich in Auenland auch einen habe. Dann habe ich 2 Gandalf auf Pferd, das sollte dann reichen. Aus dieser Reihe der Hobbits habe ich auch diese Modelle noch dazu bemalt. Gerade im Bereich Alternativmodelle gibt es hier wunderbare Heldenmodelle. Hier zum Beispiel ein alternativer Bauer Cotton, den ich richtig, richtig cool finde. Meiner Meinung nach steht er dem Original eigentlich um nichts nach. Eine Rosi, was auch sehr cool ist, hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das soll der Bürgermeister sein und ein Landbüttel. Das heißt, auch hier ging ein bisschen was. Und wenn man das Haus von Herr der Ringe, also wenn man Herr der Ringe als Genre ein bisschen verpasst, habe ich auch noch für Cursed City weitergemalt. Und zwar habe ich hier diese beiden Modelle. Einerseits den wunderschönen Zwerg Caradhran Overlord und die Waldelben Bogenschützin. Auch richtig coole Sachen meiner Meinung nach. Und auch im 40k habe ich ein bisschen weitergemalt. Ich muss einfach sagen, die machen Spaß. Ich habe einige Orc Boys wieder vom Tisch bekommen. Ich müsste mich mal zweimal mit etwas anderem als Boys hinsetzen. Aber das ist auf jeden Fall mal
Richtig, richtig cool. Ich glaube, ich habe sogar das eine Killer-Can, hätte ich glaube ich auch noch bemalt, aber die weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich nochmal schauen und danach einen Iron Warrior. Richtig, haben einfach richtig Spaß gemacht. Das heißt, in Summe habe ich einiges vom Tisch bekommen. Ihr seht, da ist einiges dabei. Ich habe auch einiges an Gelände bemalt, einiges für die blauen Berge, was ihr dann im Zuge dessen noch sehen werdet, gerade im Bereich Mauern und dergleichen und auch an meinen Bauernhofprojekt, aber das zeige ich euch nochmal in einem eigenen Video. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank und jetzt zeige ich euch, was ihr so gemacht habt. Wir starten wieder mal in alphabetischer Reihenfolge, denn es ist einfach am einfachsten und ich zeige euch hier ein paar wunderbare Modelle, angefangen von Jägerorks, ganz großartig die Helden dazu passend, aber auch wunderbar mit Wagen, mit den Fledermäusen sowie den wunderschönen Slug Miniatures, also echt krass, was da alles rausgegangen ist und wie toll das Ganze ausschaut. Ganz wunderbarer, umgebauter Nahzug auf Waage. Ich glaube, das Modell, weiß ich gar nicht, was er da als Basis genommen hat, schaut richtig cool aus. Und in Summe einfach großartige Ergebnisse, die sich auf jeden Fall sehen lassen können. Gefällt mir echt gut. Weiter geht's mit dem lieben Baldwin und zwar nach Gondor. Der hat mit den individualisierbaren Modellen von Printing Goes Ever On sich einige namhafte Gondor-Helden gebaut. Unter anderem einen Irolas, einen Hurin, einen Ingold und einen Beregond. Dabei muss ich sagen, Ingold und Beregond finde ich sehr, sehr gut. Hurin ist mir das Schwert fast ein bisschen zu kurz, aber sonst sehr schöne Modelle. Und da sieht man halt, was man wirklich mit den individualisierbaren Sachen von Printing Goes Ever On machen kann. Richtig stark, vor allem eben, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, das Farbschema mit diesem, ich sage mal, Purpur passt schon auch echt gut zu Minas Tirith. Gondor ruft um Hilfe und Rohan wird antworten vom lieben Dis-En. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, vielleicht kannst du mir das in die Kommentare noch reinschreiben. Gibt es Krieger aus Rohan, wunderschön bemalt, ich glaube ein Zwölfersatz mit allen wichtigen Sachen dabei. Sehr, sehr schönes Ergebnis und tolle, tolle Minis. Weiter geht's mit dem lieben Fox Devils Wild. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar hat er sich ordentlich auf Nazgul gestürzt. Ich glaube, das müssten die Designs von Kruzlug Miniatures sein, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Jede Menge verschiedene Modelle und Posen, die richtig, richtig grandios ausschauen, genial in Szene gesetzt sind. Wunderschönes bemaltes Schwarz, muss man nämlich vor allem sagen. Das muss man mal so hinbekommen. Wirkt richtig gut, wirkt stimmig und wirkt vor allem geil umgesetzt. Ganz, ganz großartige Modelle, ganz großartige Arbeit und sehr schön anzuschauen, auch mit diesen Hintergründen. Auch der liebe Glamu hat etwas eingereicht und zwar wunderbare alternative Elbenmodelle. Ich bin mir gar nicht sicher, woher die Speerträger sind, aber die könnten, glaube ich, von Madbury Miniatures Design sein. Der ist auf jeden Fall ein Círdan von der Vale, sowie ich glaube ein Waldelb von der Vale und ein cooler Schatzmarker. Alles sehr schön bemalt. Das könnte vor allem mit dem Farbschema könnte das königliche Wachen sein, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Wäre jetzt meine Vermutung dazu. Der liebe Kari89, also der liebe René, hat für den Monat März seine Joker-Miniaturen genommen. Und zwar hat er unsichtbare Ringträger gebased. Zählt natürlich auch rein. Es sind mehr als 100 Punkte voll gestaltet und schauen auch wirklich cool aus. Also man muss echt sagen, die Modelle sind einfach leibend. Und schön, wenn man dir. Der liebe Keberos präsentiert uns wunderschöne Ork-Modelle und Spinnen. Die Spinnen dürften aus dem 3D-Drucker sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich finde da die Muster vor allem sehr cool. Vor allem man kann super bei dem eigentlich die Lebenspunkte mittracken, wenn man die verschiedenen Farben und Muster hat, an denen man sich orientieren kann. Auch der Rasgusch mit diesem hellbraunen und Mutzko natürlich auch mit diesem hellbraun bis beigen Umhang und dergleichen. Das schaut richtig cool aus. Die Modelle sind echt, echt gut gelungen. Der liebe Old Shatter Hans war in dem Monat wirklich, wirklich fleißig und hat wahnsinnig geil bemalte Haradrim gestaltet, die mir richtig gut gefallen. Das Farbschema mit diesem Blau und dem Beige passt einfach mega gut zusammen. Dazu gibt es dann Kamelreiter, weil die neue Trendarmee schaut auch richtig stark aus. Und dann noch einen gewaltigen Haufen Moria-Modelle mit allem, was das Herz begehrt, von Beutereitern über Helden, über alles. Also richtig cool, stark, was du in dem Monat alles geschafft hast. Und auch beim lieben Rasko gibt es Mahut, weil wie gesagt, es ist ja die neue Trendarmee richtig schön gestaltet. Ich finde die Marker cool, ich finde die Gestaltung cool. Ich glaube, das dürften die Oasenpflanzen von Zombiezeit sein. Dazu gibt es dann noch einen König, eine Galadriel, einen Gollum, ein unsichtbares Modell sowie ein paar Korsaren und einen König der Haradrim.
ganz, ganz großartige Modelle. Alles, was du das Monat geschafft hast, kannst du stolz drauf sein. Schaut richtig cool aus. Aber primär gefällt mir vor allem die Mahouts, weil ich einfach das Wüstenthema mit diesen Kakteen richtig stark finde. Und auch die Kakteen sind einfach wahnsinnig natürlich bemalt. Liebe Schädelsammler, entführt uns jetzt aus Mittelerde. Dafür gibt es jetzt andere Modelle und zwar wunderbar und wirklich genial bemalte Modelle von Monster Hunter, die mir richtig gut gefallen, schauen toll aus, sind starke, starke Settings und vor allem ein wahnsinnig natürliches Farbschema mit tollen Farbverläufen. Schaut echt geil aus, das hast du richtig cool bemalt. Beim Sir Balian geht's nach Tal und zwar zu klassisch bemalten Rittern von Tal sowie den dazugehörigen Helden König Brand und Bart dem Zweiten. Sehr cooles Farbschema, sehr schön bemalt und auch wirklich coole Modelle, an denen gucken kann, aber wo man sich auch echt die Haare ausreißen kann, weil sie so viele Details haben, aber sehr, sehr schön umgesetzt. Beim Social Sorrow geht's nach Minas Tirith, und zwar hat er jede Menge Krieger von Minas Tirith, und zwar Bogenschützen bemalt, interessanterweise. Dazu noch einen selbstgebauten Angborn, müsste das glaube ich sein. Und dazu noch einige Waldläufer aus Mittelerde. Also eine sehr, sehr schöne Mischung und natürlich auch noch einen Hauptmann, den habe ich vergessen, von Minas Tirith, Umbau aus einem Ritter. Sehr coole Ergebnisse. Übrigens seinen Instagram-Kanal, sowie manche andere, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommen wir zum lieben Todwart, der sich auf wunderbare Ork-Modelle gestürzt hat. Und zwar die alten Zing-Mordor-Orks sind einfach so geile Modelle und die hat auch richtig cool umgesetzt. Die fallen mir mega gut. Dazu gibt es einige Moria-Goblins und das haben auch ein schönes Setting gesetzt. Was wünscht man sich mehr? Schaut einfach stark aus. Weiter geht's mit jemandem, der mal wieder voll übertreiben muss. Liebe Grüße an dich, Tobias. Ein grandioser Maler, muss man einfach sagen. Seine Modelle sind richtig toll. Wir haben grandiose Jäger-Orks, wir haben wunderschöne Moria-Goblins, wir haben ganz tolle Kastellane von Dol Guldur. Ich finde diesen Grünstich mega gut. Zwei Age of Sigmar-Modelle, tolle Vampire. Ich liebe ja die Soulblight Gravelords, die schauen einfach so geil aus. Und wir machen es auch mega Bock zum Anmalen. Und das grande Finale dann auch noch ein Gandalf mit neuem Feuerwerk. Hat extra das Feuerwerk ausgetauscht, weil ihm das Original nicht gefallen hat. Die Modelle sind der Wahnsinn. Und das in so einem Niveau raushauen in einem Monat ist grandios. Also von mir großen Applaus für deine Leistung. Vom lieben Trioxin gibt es einen mega tollen umgebauten Durburz mit neuen Umhang und einem Goblinkopf in der Hand. Das schaut einfach richtig geil aus und ist mega umgesetzt. Also wirklich der Umbau schaut genial aus und wertet das Durburz-Modell einfach massiv aus. Auf, kann ich nur so sagen, ganz großes Kino. Der liebe Ulan77 gibt uns dazu noch eine Armee, die Mordors würdig ist, der einen wunderschönen Trupp an Isengard-Modellen rund um Saruman mit jede Menge Uruks, Berserkern und Co. Und dazu gibt es dann noch einen Haufen Wachen des Hofes des Brunnens sowie einen alternativen Budur von Kruzdok Miniatures. Alles auf einem tollen Niveau bemalt und schaut einfach richtig schön aus. Sehr stark. Und das grande Finale macht dieses Mal der liebe Wyborn mit seinem berittenen Warg, beziehungsweise also wir berichten den Schamanen, Ork-Schamanen auf Waag und den passenden zu Fußmodell, die einfach richtig großes Kino, richtig schön bemalt und sieht einfach genial aus. Vor allem die Hautfarbe gefällt mir richtig gut und diese matten Farben werten das Modell massiv auf. Das war richtig cool und danke, dass ihr das alles eingesendet habt. So, meine Lieben, das war's mit diesem 100-Punkte-Update für den Monat März. Wir sind schon mitten im April. Auch hier habe ich wieder fleißig bemalt und ich glaube, ich werde hier wieder ein sehr, sehr starkes Monat raushauen können, was mich natürlich massiv freut, weil das bedeutet ordentlich Modelle vom Tisch. Da tut sich wirklich viel. Ich bin da an einigen Sachen dran, kann euch einiges zeigen und das freut mich persönlich. Daher für euch, schickt eure fertig bemalten Modelle entweder bei uns in den passenden Discord-Channel, den Link zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung, oder wenn ihr nicht auf Discord seid, schickt uns eure fertigen Modelle einfach per Bild und E-Mail an derwürfelorden@gmail.com. Das war's von meiner Seite, schreibt gerne was in die Kommentare, ich freue mich immer und dieser kleine Like-Button hilft mir auch. Das war's von meiner Seite, vielen Dank und tschüss!